Anmerkung. Ihr habt mich mit verdammt guter Laune erwischt. Ich habe diesen sogenannten Nikolaus gemacht. So, mein Nikolaus-Weihnachtsgruß konnte ich leider nur nach Feierabend machen. Deswegen ist es jetzt ein bisschen dunkler. Ihr seht, dass es hell ist. Das habe ich jetzt vorproduziert. Ich habe also einen Nikolaus-Gruß an euch geschickt. An Erdogan, Nils, Pia und alle anderen, Misha, Defarer, auch wie die alle heißen. Ich begrüße euch total recht herzlich am Set, zu Hause, gemütlich, bei der Familie, bei den Freunden. Nicht nur Erdogan, Nils, Pia, Misha und alle anderen. Nein, wirklich auch Kunden und auch allen Zuschauern und Anita und Maya und alle, die zum Club gehören, zum Filmclub, zum Cobra 11 New Club, Cobra 11 Alarm für Cobra 11, ganz neu, keine Ahnung, wie der Vorspann wird, keine Ahnung, wie das Ganze gemacht wird, es ist alles neu. So, ich hatte das riesengroße Glück, alle Aufnahmen, die haben auch ziemlich grimmig geguckt, aber ist halt gemacht worden, James Bond. Und Alarm für Cobra 11 ist für mich an sich James Bond, die Geschichte eines Kommissars und so weiter. Man könnte natürlich wunderbar neu drehen, man könnte auch wunderbar eine neue Story erfinden, ab 2020 so Kommissararbeit etc. pp. Müsste man aber an Drehbücher arbeiten und so weiter. Man könnte dann alle, die man jemals bei Cobra 11 gehabt hat, dann adaptieren, übernehmen. Ein Kommissar ermittelt. Erdogan ist für mich wie Knight Rider, ein Mann, ein Auto, ne, und eine Foundation, so ungefähr. Also, ich möchte allen heute am Nikolausabend und am Nikolaustag im Jahre 2019, ich habe euch die Fotos ja zugänglich gemacht, das, was ich mir ausgedacht habe, ich an die Scheibe, und wenn die Leute es mögen, können sie lesen, sie können also stehen bleiben, sie können lesen, sich informieren. Ihr Stars seid also auch in Hall of Fame an dieser Wand, an dieser Scheibe, die gerade heute am Nikolaustag und an der Nikolausvortag, also Nikolausnacht, wunderbar angestrahlt war. Und ich bedanke mich total recht herzlich für die vielen Besuche, die hier stattgefunden. Ich bedanke mich natürlich jetzt auch an alle Kunden, die das durch Zufall sehen sollten, auch an die Musiker, den ich da eine Freude gemacht habe. Ich habe mich also hingesetzt und eine CD gemacht. Ich kann das. Ich bin also noch einmal, ich bin Filmproducer, Filmproduzent, Filmemacher und ein Filmautor. Da ich jetzt aber genügend Alter auf dem Puckel habe, habe ich mir auch gedacht, komm, du bist so alt, wie alt du auch bist und darum kannst du vor laufender Kamera kleine Geschichten erzählen. Ob die gemocht werden, weiß ich nicht. Wir wissen alle, dass die Firma Tube One und WebDia das Sagen haben. Da komme ich nicht gegen an. So, es ist halt so. Eine Macht wird ausgeübt. Es ist traurig. Wir haben eine winterliche, weihnachtliche Zeit und wir wissen alle, ich habe mir bei Netflix und auch bei den anderen Anbietern, also wenn man einen sagt, muss man alle sagen, YouTube, Amazon, demnächst Disney Plus und jetzt Netflix, mir die weihnachtlichen Geschichten angesehen. Ich fand es wunderbar, einzutauchen vom 5. bis zum 10., sage ich jetzt mal, werde ich das tun und nachher werde ich das auf Weihnachten machen. Nur so viele gibt es nicht. Natürlich auch kindliche, aber da stehe ich jetzt nicht so drauf. Also ich schaue mir schon die Sachen an, ja, die da gedreht wurden. Ich habe auch Frank Wendler ins Schaufenster gepackt. Ich habe euch alle ins Schaufenster gepackt. Die Pia, den Erdogan, den Nils. Als Hommage, als Dankeschön, dass ihr vor laufender Kamera uns richtig unterhalten habt und immer noch unterhaltet. Und die anderen werde ich heraussuchen. Die kommen dann auch in the Hall of Fame. Es war einmal Cobra 11, aber das werde ich dann wohl machen, wenn Cobra 11 25 Jahre geworden ist. Dann werde ich so Hall of Fame, ob Alarm für Cobra 11 etc. Ich schaue mir nämlich jetzt erstmal das Neue an, bevor ich im Alten schwelge. So, eigene Werbung muss auch sein. Wie gesagt, ich bin nun mal Filmemacher, bin Filmautor, Filmemacher,
und mache Foto, Film und alles. So, für mich musste ich auch mal Werbung machen. Ich mache unheimlich gerne für euch Werbung, weil ich fühle mich so gar nicht wichtig. Also ich fühle mich nicht so wichtig, dass ich hier unbedingt Werbung für mich machen muss. Ich mache unheimlich gerne für euch Werbung. Ich unterhalte mich unheimlich gerne mit euch. Unterhalte mich sehr gerne mit Nils. Mit Erdogan habe ich mich nur sehr kurz unterhalten. Er ist ja auch schwer in Arbeit. Ja. Ja, okay. Gucke ich gleich nach. Man sollte nie auf den Monitor achten. Also, bewegte Bilder für den Kopf, das sind wir, beziehungsweise das bin ich. Bewegte Bilder für den Kopf, das mache ich. Und ich mache also eine Menge. Ich muss jetzt auch mal Werbung machen. Und zwar Tutorials, beziehungsweise Erklärvideos. So wie das jetzt hier ist, ein Erklärvideo. Dann Produkt-Werbespots, ist klar. Mache ich ja auch für euch Werbespots, kein Thema. Imagefilme, Eventfilme, Screencasts, Webcasts, Animation und Musikclips. Deswegen war der auch den Nikolaus so gemacht. Also Musikclips ist klar. Was soll ich Ihnen jetzt den Vollprofis sagen, was wir alles machen? Ne? Also das ist jetzt die Ansage für die Leute, die keine Ahnung haben und fragen. Fotos ist klar, aller Art. Ne? Snapshots, Grundidee des Films, Exposé, Basis für die Story, Treatment, Vorstufe für das Drehbuch, Drehbuch, Storyboard und Moodboard in Zusammenarbeit mit Illustratoren. So, Worte geben Bilder einen Namen und ein Bild wiederum sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Im Film werden ihre Bilder, wird ihre Botschaft lebendig. Für ihre Information und Emotion, die sie transportieren wollen. Sie erreichen damit ihre Zielgruppe, ihre Interessen und Kunden noch besser. Ist ja logisch, oder? Sie fördern Identifikation und stiften Identität für ihr Unternehmen. Ihre Leistungen, ihre Produkte oder ihre Themen beauftragen sie mich zum Beispiel für das Schreiben oder Entwickeln von Snapshots, Exposés, Treatment, Drehbuch, Storyboard, Moodboard, Feinkonzept, Grobkonzept, grobes Konzept fangen wir auch. So, und dann noch einmal Tutorials, Produkt, Image, Event, Screen, Web, Animation, Musik. Clips zum Beispiel. Beim Film geht es auch um das Anderssein. Ideen jenseits des Mainstreams bleiben im Kopf und wecken Emotionen. Sprechen Sie mich einfach an. Genau, jetzt habe ich auch mal weihnachtliche Werbung gemacht. Da wird nichts, ist nicht so schlimm. Woran das liegt, habe ich schon mal gesagt. Tutorial, Schrägstrich, Webdia, Schrägstrich, Tube One. Gibt es einfach mal bei Google ein Tube One. Und dann seht ihr da die Wahnsinns-Promotion-Gesellschaft oder gebt einfach nur Webdia ein und dann seht ihr die andere. So, das sind 10 Millionen Aufträge, das sind 10 Millionen schwere Firmen, die richtig mit ihren Influencers arbeiten, die mit Jugendlichen arbeiten, die euch vieles, vieles, vieles verkaufen und ihr glaubt, das sei alles richtig, das ist es nicht. Meiner einer ist eine echte Person und echte Person schaut an bei Semir, schaut an bei Nils, wie viel da doch hinterstecken. Nicht viel, ist halt so. Und das sind waschechte Schauspieler, waschechte Akteure vor der laufenden Kamera. So, ich drücke jetzt zu Weihnachten 2019 allen, wirklich allen, die Daumen für ein neues Cobra, für ein neues Fernsehen, für eine neue Sicht auf Erdogan, Pia, Nils. Nils muss bleiben, meine lieben Freunde. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Also Erdogan muss bleiben, Nils muss bleiben. Bei Pia muss sie erst bewähren. Ich sag mal, sie muss auch bleiben. So, die drei haben wir dann schon mal. Und der Rest wissen wir noch nicht. Ich weiß es zwar, ich darf aber dazu nichts sagen. Ich kenne auch Vicky. Vicky finde ich auch toll. So am Rand der Marke gesagt. Okay, ladies and gentlemen. Now we are presents. Ja, AWR Movie, Filmproduktion, meiner einer. Und ich freue mich, dass ihr euch freut und ich freue mich, dass ihr überhaupt zugeschaut habt. Ich freue mich, dass ihr überhaupt da seid. Ich freue mich, dass ihr überhaupt vorbeikommt. Ich freue mich, dass ihr fast dasselbe mögt, was ich mag. Ich mag Weihnachten. Ich mag diesen Flair. Ich habe hier auch weihnachtlich alles so gestellt. Hallöchen! Was brauchen wir? Und das ist der Beweis, wenn Kunden eintreten, hier auch Künstler eintreten, also an alle Künstler, braucht ihr euch nicht schämen, die Kameras sind dann aus, wirklich, alle Kameras sind aus. Nur wenn ihr grünes Licht gebt oder Lust habt, euch hier hinzusetzen, habt ihr ja auch schon gesehen,
Frank Wendler saß hier schon, diverse andere saßen hier schon, von RTL saßen hier schon, Komparsen saßen hier schon. Ja, also hier saßen auch schon andere große Größen, die ich leider gelöscht habe, aus welchem Grund auch immer. Kann ich mal wieder raussuchen. Also noch einmal, ihr seid total recht herzlich willkommen hier in diesem Studio. Hier steht auch ganz groß Carpe Diem, das nutzt den Tag. Cobra 11, RTL, alles ist hier. Ist halt so. RTL 1988, das war so cool, wie alles angefangen hat, 89. Ich muss dabei sagen, in den 70ern mit Fire and Ice fing alles an. Und das war das Coolste überhaupt. Das hat mich irgendwie inspiriert. Das hat so viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe gesehen, wie man aus dem gar nichts, das war gar nichts, das muss ich dabei sagen, ein Film gemacht worden. Willy Bogner ist nun mal jetzt kein unbedingter Filmemacher. Nicht, dass ich wüsste, ist Modemacher. Jedenfalls die Wintersportanlagen für Firma Karstadt etc. Daraus ist das alles geboren. Man hat aufgenommen, Stunts aufgenommen, die waschecht waren, die manchmal auch sehr gefährlich waren, wenn eine Lawine ausgelöst war. Da gab es noch kein Greenscreen. Es gab zwar Bluescreen schon zu dem Zeitpunkt, aber der wurde da nicht so groß mächtig aufgebaut, so wie jetzt bei James Bond gerade, was da gedreht wird für 2020 oder für euch. Cobra 11 habt ihr mittlerweile ja auch Greenscreen. Damals habt ihr ja nur über mich gelacht, aber ihr lacht ja Gott sei Dank nicht mehr. Heute tut ihr ja so, als ob ihr mich nicht kennen würdet. Soll mir auch egal sein. Aber ist halt so. Ich habe das Ganze in den 60 bis 80er Jahren vorgestellt. Bin wie so ein Klüngelskerl. Ey, schau doch mal. Und dann den Amiga, erst den C64, dann den Amiga im Schlepptau, dann den ersten P90 im Schlepptau. Und alles, ne? So, jetzt schreiben wir das Jahr 2019 und ich mach mal den Lauten. Es kann ja nicht sein, dass wir aus der Vergangenheit das Ganze euch gegeben haben und Sir Berners-Lee, Hashtag for the web, gib das mal ein bei Google, Hashtag for the web. Wir sind jetzt sozusagen die Loser, die Pelomainos der damaligen Zeit da. Ist so. Ist aber nicht so schlimm. Wir hatten Spaß und das ist wichtig. Die Pixelväter in den 70er Jahren in London, Virginsoft, Kingsoft gearbeitet, das hat so viel Spaß gemacht. Da kann ich vor laufender Kamera grölen. Hey, Leute, das war Feedback, das war Leben. Ja, wir hatten Spaß. Wir hatten richtig Spaß. Also die Pixelväter, so hießen die, und ich war ja nur der da gearbeitet hat. Ich war ja noch jung, war ja 20 Jahre alt. So, heute bin ich über 60. Immer klar gestellt zu haben. Ich sehe die 70. Ich sehe die 70, meine lieben Freunde. Das läuft wie so ein Counter, weißt du? Tick, tick, tick. Ja, bis 70. Das geht also ziemlich schnell, aber soll mir egal sein. So, Erdogan sieht im Zenit ganz weit oben die 60. Nils sieht ganz weit oben im Zenit die 50. Also ihr wisst alle, wie alt wir alle sind. Und vielleicht liegt es ja auch an der Altersgruppe, ich weiß es nicht. Ja, Frank Wendler ZB sieht auch so langsam die 60, aber erst im Zenit und so weiter. Ich habe viele hier, Schauspieler, Komparsen, die alle so in diesem Dreh sind. So, ich bin gerade im Redefluss, weil ich euch ein wunderschönes Video machen möchte und ich hoffe, ich habe ein wunderschönes Video gemacht. Ich möchte mich erstmal bei euch bedanken. Noch einmal, ich möchte mich bei Erdogan bedanken. Ich möchte mich bei Nils bedanken. Bei Pia kann ich mich noch nicht so bedanken, aber ich sage Dankeschön, dass du da bist. Ja, und dann muss ich gucken, wer dann kommt. Kann ich nicht sagen. Erdogan schreibt mir zwar immer Namen, den ich da grüßen. Ja, Misha, ja genau. Misha, den Fahrer, den grüße ich auch von ganzem Herzen. Mit dem. Ich bin neidisch auf dich. Ich bin neidisch, du hast hier das Cobra. Weil du hast hier, mach in diesem Pullover. Ich habe mir überlegt, ich mache das alles wieder selber. Meine lieben Freunde, das ist nicht versprochen, aber schon mal, könnt ihr euch schon mal dran, könnt ihr schon mal. Ne? Also, dass ich hier vielleicht die Produktion für T-Shirts alles wieder aufnehme im Jahre 2020. Dann kann man hier wieder T-Shirts drucken. Also herstellen, alles Tastenteller, all so ein Blödsinn, auch maschinenfest, dafür werde ich sorgen. All das wieder, was ich 1995 schon für die Firma Karstadt auf den Weg gebracht, werde ich nie vergessen, deswegen komme ich gerade in diesem Redeschwall. 1995 wurde ein Automat dahingestellt, da musste man noch mit so einer Paste arbeiten, die wurde dann aufs T-Shirt, dann wurde das da drauf gelegt, da wurde gepresst und die waren alle, boah, T-Shirt mit eigenem Druck, mit meinem eigenen Gesicht, Wahnsinn. Also 1995 sagten alle Wahnsinn. Also
würden wir das jetzt erfinden, im Jahre 2019, 2020 erfinden, wohlgemerkt, dann wäre wohl die Hölle los. Ne? Dann kämen alle mit ihren Fotoautomaten da, genannt Phone. Da bin ich gerade am Schluss. Ich sage nämlich eine Kampfansage an alle anderen, die da uns meinen, Geld zu entziehen. Diese VG Wort zum Beispiel klaut allen Menschen Geld, die GEMA klaut allen Geld und ARD, ZDF, Deutschradio klaut uns Geld. Meine lieben Freunde, gerade genannten VG Wort, ARD und Komparsen, Konsorten da von Deutschlandfunk und so und ZDF, meine lieben Freunde, bitte mal umdenken und GEMA auch. Also das ist Raub, das ist echter Raub, weil wir Firmen leben von dem, was wir anbieten. Und wenn man uns das dauernd stiehlt, weil die Steuer stiehlt schon, ich komme jetzt drauf, weil ich heute den ganzen Tag hier Steuersachen machen muss für meine Kunden. Ich habe so viele Geschäftskunden. Wir haben zur Weihnachtszeit immer ein Ohr füreinander, was wir im neuen Jahr konzeptionell auf den Weg bringen wollen für unsere Kunden. Und meine lieben Kunden, wir versuchen wirklich, dem Kunden etwas zu geben für wenig Geld, aber qualitativ gut. Und das ist wichtig, die Qualität muss stimmen und die Qualität muss bleiben. So, ich sehe gerade eine Lücke da oben, die ich heute Abend auch füllen werde. Da kommt Lea dran, weil wir sind ja auch im Jahr zum Abschied von Star Wars. So, wir haben hier die Star Wars Sache noch. Ich habe die funkelnagen neuen Figuren. Ich warte noch drauf. Ich warte auch heute die ganze Zeit auf das Auto. Das sollte gestern schon kommen. Also ich habe ein bisschen Ärger mit Amazon im Moment. Ihr habt ja meinen Helm gesehen. Originalhelm aus Amerika von den Mandalorian. Ja? Könnt ihr vielleicht da oben noch sehen, da Mandalorian von Disney Plus. Ich suche jetzt auch die komplette Sache, um die Puppe anzuziehen, weil Mandalorian soll nächstes Jahr da ins Schaufenster. Und dann kommt auch dick Disney Plus daneben. Und Fern darf ich nicht anmachen, wisst ihr ja, GEMA und so. Also wir müssen kämpfen, mein lieben Freund. VG Wort muss weg, GEMA muss weg und die Zwangsgebühr muss weg. Das muss weg. Das muss weg, tut mir leid, da werde ich für kämpfen. Im Notfall werde ich dann zur männlichen Greta da, werde alle Politiker anschreiben etc. Ich werde jetzt schon ein Statement raushauen, das muss weg. Wir brauchen das Phone. So, weil jeder ein Phone hat, kann Fernsehen gucken. Er kann Kopien machen und so weiter. Es kann nicht sein, wenn ich das jetzt hier vor laufender Kamera halte, könnt ihr jetzt ein Standbild rausmachen, ranzoomen und schon haben wir eine Vervielfältigung. Das ist halt so, ja. Oder dieses hier, wenn ich das halte ich jetzt in die Hand, mache ein Bild, klick, schon haben wir eine Vervielfältigung. Und das kann ja nicht sein, dass ich jetzt für die Vervielfältigung da 100 bis 200 Euro bezahlen soll, ja, weil ich ein Vervielfältiger bin, eine Produktion, ein Podcast regelrecht und was weiß ich nicht alles. Ich soll also 200 Euro zahlen und ihr macht mit diesem Foto da, ne, ihr friert mich jetzt ein mit dem Teil da, oder ihr friert mich ein mit diesem Teil da und ihr macht die Werbung raus. Geht zum Armin, geht zu ABA Movie, geht dahin, der hilft euch. Zack, bumm. So, aber wenn ich das mache, soll ich 200 Euro zahlen. Also, wir müssen umdenken. Meine lieben Freunde, wir müssen umdenken. Wir haben das Jahr 2020. Wir müssen wirklich umdenken. Wir müssen den Staat dazu bringen, uns im Fokus zu haben als Mensch. Als Mensch, nicht nur zu Weihnachten. Ich wünsche heute jeden, wirklich jeden wünsche ich heute einen schönen Nikolausabend. Die gucken mich alle an wie ein Auto. Die fangen sogar an zu diskutieren. Ich finde das schrecklich. Ich finde das schrecklich, dass man keinen mehr einen Nikolausabend wünschen kann. Meine lieben Freunde, die ganze Dekoration, die ich gemacht habe, das ganze weihnachtliche Interieur, die ganzen Plakate, Filmclub, RTL-Club, Alarm für Cobra 11-Club, meine lieben Freunde, das kann ich mir an sich knicken. Das ist so. Das kann ich mir an sich knicken, weil das will keiner. Ja? Ich strampel mich ab hier für Frank Wendler. Hier, schau mal, Frank wollte heute noch vorbei. Kann sein, dass er es macht. Wenn nicht, nicht schlimm. Er ist ja da. Ich weiß ja, wo er ist. Und er hat ja auch Danke gesagt. So, und Danke sagt natürlich Prashant nicht so, weil Prashant ist ein Inder. Und ein Inder denkt anders. Wenn ich da mit Weihnachten nicht in Klamotten komme, guckt er mich immer an. Mhm. Ist klar, also Internationalität ist ja hier auch. Prashant, da muss ich mal gucken, wie kann ich ihn grüßen, wie kann ich sagen, von Herzen begrüße ich dich. Das ist immer so eine Sache. Die anderen kann man ja grüßen. Ich weiß ja gar nicht,
ob ihr begrüßt werden möchtet von einem, der kein Star ist, ja? Der nicht im Fernseher, obwohl ihr jetzt im Fernsehen bin ich ja. An sich bin ich ein Star. Ich bin ein Star hier vor der, ja, hier, in dieser Hall of Fame bin ich der Star. Und es ist klar, dass ich draußen hier in der Umgebung, auch unheimlich bekannt bin, wirklich. Aber dennoch bin ich kein Star, Punkt. Will ich ein Star werden? Weiß ich gar nicht. Ja, seht ihr, ich bettel ja noch niemand. Kann ich bei Cobra 11 mitmachen? Nee, ich habe noch nie gebettelt, um irgendwo mitzumachen. Keine Ahnung, damals war das halt so. Könntest du hier nicht, warum soll ich nicht können? Also, ne? Hier bei Tatort Essen, mitgemacht. Bei, habe ich ja gerade gesagt, Fire and Ice, ja, mitgemacht. Diverse andere Sachen mitgemacht, ist halt so, ja. Wenn ich heute persönlich hätte Zeit gehabt, hätte ich euch auch persönlich den Drehort oder vom Drehort Bilder gebracht. Ich habe aber leider keine Zeit. Ich freue mich darauf, wenn Anita und Maya aus Düsseldorf oder Euskirchen, je nachdem, wo die ja gerade am Drehen sind, Bilder mitbringt und sagt, hey, schau mal und so. Es macht tierisch viel Spaß. Da spreche ich jetzt gerade von Cobra 11 und nicht von James Bond. Ne? Ja, James Bond gerade wird überall gefilmt und das macht unheimlich Spaß. Vielleicht mache ich was Tolles draus, aber dann wird das ja eh wieder gelöscht. Muss ich mal gucken. Also dann sollte der andere junge Mann zuschauen, der Russe, ich hoffe, er versteht mich. Der Musiker, ich mache, wie gesagt, eine CD. Ne? Das ist ein weihnachtliches Geschenk, habe ich versprochen, mache ich. Sowas mache ich meistens am Wochenende. Dann mache ich halt eine CD daraus und schauen wir mal, was wir da machen können. Und als weihnachtliches Geschenk, weil ich habe hier so einen Gitarristen, der habt ihr ja gesehen, der war ja auch live hier und hat gespielt. Er liebt die Musik. Er komponiert auch selber und alles. Ich finde super toll, was er da macht. Und da habe ich gesagt, gut, gib her. Und dann habe ich mir das notiert, wo er ist. Nicht hier und warum. Dimitri sowieso. Ich weiß jetzt nicht, ob er Russe ist. Müsste ich mal fragen, was er ist. Rumäne, keine Ahnung. Jedenfalls mache ich ihm seine Sachen immer. Und vielleicht mache ich als Dankeschön, weil er ja mein Kunde ist, eine wunderschöne Musik-CD. Ne? Lasst euch überraschen. Also ihr nicht, sondern... Ja, Dimitri soll sich überraschen lassen. So, meine lieben Freunde, Hartmut Freund hat mir geschrieben, muss ich mal drauf drücken. Hartmut, auf dem Wege, ich grüße dich. Ja, Hartmut grüße ich von Herzen, Erdogan, den Misha, den Fahrer, Pia, hat man ja jetzt mittlerweile auch kennengelernt, und alle anderen, die dabei gehören. Hermann Joha grüße ich trotzdem noch einmal, wenn er auch nicht zuhört, aber auch egal. Ne? Gestern im Netto erstmal alle Adventskalender geöffnet, damit die alle auf den aktuellen Stand sind. Die waren ja tagelang im Rückstand. Und was bekommt man zum Dank? Richtig, Hausverbot. Die Schokolade war trotzdem lecker. Heute geht's zu Rewe. Die Witze-Seite von... Genau. Nils. Ja, ja, da hat er ja auch recht. Genau, alle Kalender sind zu, sind alle nicht auf dem neuesten Stand. Und ihr seht ja, das ist das Türchen 5 und 6. Und das war es dann auch. Und zu Weihnachten weiß ich nicht. Ich frage mich manchmal, warum strampel ich mich so ab? Warum mache ich das Ganze? Und ich sage dem Nils jetzt perfekt. 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 Das perfekte Dinner, genau. Ich schreibe jetzt da drunter, das perfekte Dinner, und ihr hört schon wieder, es hört nicht auf, meine Sachen gehen an und aus. Ich habe etwas weniger zu tun, aber ich habe trotzdem zu tun, und trotzdem habe ich mir die Zeit genommen, um euch zu grüßen. Ich habe mir die Zeit genommen, um euch einen Videoclip zu machen. Ich hoffe, ich habe den gut gemacht. Ich hoffe, der sieht auch gut aus, der Videoclip. Und ja, das ist meine Hommage an euch. Das ist meine Hommage, mein Dankeschön an euch alle, was ihr euch einfallen lasst, welche Arbeit ihr leistet, um uns zu bespaßen. Das ist ja Spaß. Ihr verdient euer Geld damit, das ist auch gut so. Und RTL verdient sein Geld damit durch Quote, ist auch gut so. Hermann Joa verdient sein Geld, ist auch gut so. Die Stuntleute verdienen ihr Geld, das ist gut so. Dankeschön, dass es euch gibt.